Schönen guten Morgen. Mein Name ist Sven Ulrich von der Blue Chip Computer AG. Ich werde Ihnen zusammen mit dem Herrn Falk Krämer von Collax die Blue Chip Appliance für das Collax Security Gateway vorstellen. Also aktuell haben wir vier zertifizierte Systeme für das Collax Security Gateway. Drei basieren auf einem Intel Atom C3000 CPU. Dieser stellt bis zu 8 Kerne und 2,2 Gigahertz bereit. Die Systeme sind einzeln aufrüstbar. Das heißt, man kann bis zu vier Laufwerke verbauen. Sie sind in verschiedenen Höheneinheiten erhältlich. Also, das heißt, es gibt 19 Zoll Geräte, es gibt einen MIDI Tower, es gibt einen kleinen Würfel und es gibt noch ein zweites 19 Zoll Gerät. Der Maximalausbau des Arbeitsspeichers beträgt bei den ersten drei Geräten 256 Gigabyte und man kann die Geräte mit einer zusätzlichen Erweiterungskarte erweitern. Das heißt, man könnte eine weitere Netzwerkkarte mit bis zu vier Ports hinzufügen, um den Datendurchsatz oder die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Die Geräte sind Build to Order, das bedeutet, man kann sie anpassen. Und man ist nicht auf eine einzige Konfiguration festgelegt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Bauformen, je nachdem, welche Anforderungen man hat, kann man entsprechend das Gerät für seine Anforderungen wählen. Die Konfiguration enthält Onboard vier LAN-Schnittstellen bis zu einem Gigabit und einen separaten IPMI-Port. Das bedeutet, über den IPMI-Port kann man das System aus der Ferne überwachen. Weiterhin könnte man das System aus der Ferne steuern, neu starten. Genauso könnte man das darüber auch komplett neu installieren, indem man ein ISO über das Netz oder das Internet durchreicht. Sollte man ein ISO über das Internet durchreichen, ist allerdings zu beachten, dass dies je nach Anbindung relativ laut, langsam bei der Übertragung ist. Dies ist das vorhin angesprochene Gehäuse- und Würfeldesign. Es ist recht kompakt und bietet Platz für insgesamt bis zu fünf Laufwerken. Das heißt, man kann in die Hot Swap-Base vier Laufwerke einbauen und zusätzlich noch eine 2,5 Zoll Platte intern anbringen. Das Gerät ist auch, wie gesagt, mit einer PCI Express Schnittstellenkarte erweiterbar. In diesem Formfaktor gibt es noch andere Produkte von der Blue Chip. Deswegen ist man hier zum Beispiel auch, es ist hier zum Beispiel auch möglich, das Gerät als richtigen Server für eine Arbeitsgruppe zum Beispiel einzusetzen. Aber wie gesagt, da greift wieder das BTO-System, was die Blue Chip anbietet. Wieso geht das nicht weiter? Das letzte System, was wir Ihnen vorstellen wollen, ist unser Serverline R31305. Dies basiert auf der Intel Milo-Plattform, bietet Unterstützung bis zu 64 GB RAM und kann mit Xeon E-Prozessoren ausgerüstet werden. Diese gibt es in verschiedenen Taktraten und mit verschiedenen Kernzahlen und man müsste das jeweils an das entsprechende Anforderungsprofil anpassen. Build to Order bedeutet, man könnte auch andere Formfaktoren und Ausstattungen, je nachdem, was man für einen Bedarf hat, bei uns bestellen. Dies ist jeweils mit dem entsprechenden Vertriebler abzuklären. Man kann den Service erweitern auf bis zu 60 Monate Vorortservice mit einer Reaktionszeit von 4 Stunden und erhält umfassende telefonische Beratung und Unterstützung. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme via E-Mail, um weitere Fragen zu klären. Die Vorinstallationsleistungen der Blue Chip Computer AG im Bereich Linux umfassen aktuell Collax, also die Collax V-Bean-Serie, den Collax C-Server und V-Server. Weiterhin bieten wir Vorinstallationen von Ubuntu an. Hier vor allen Dingen die Version 16.04. Derzeit findet die Evaluation von Ubuntu 18.04 statt.
Man könnte individuelle Distributionen nach Kundenwunsch installieren lassen, je nachdem, was das Mainboard unterstützt. Weiterhin bieten wir die Vorinstallation von SUSE Linux Enterprise und CentOS, genauso von VMware ESXi. Außerdem kann man bei uns vorinstallierte Systeme mit Jovian DSS erwerben. Die Systeme haben eine Standardkonfiguration, das heißt, sie sind durch uns vorgegeben, sind allerdings auch in bestimmten Rahmen anpassbar. Je nachdem, was man an Hardware benötigt, müsste man halt abklären, ob das technisch umzusetzen ist. Weiterhin kann man die Installation individualisieren lassen. Das heißt, Partitionierung nach Kundenwunsch wäre möglich. Und wir pflegen weiterhin neue Distributionen, je nachdem, was man benötigt, halt ein. Von unserer Seite bin ich jetzt schon durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an Herrn Krämer. Ist das wieder? Appliances. Sorry, jetzt wurde ich hier durch eine automatische Ansage ein bisschen irritiert. Ja, ich will auch kurz und bündig unser CSG, das Kodak Security Gateway, vorstellen, was dann gebundelt mit der Hardware und unser dritter Sponsor für die ganze Aktion, dass wir die knackigen Preise erreichen, Kaspersky, dass ich die gemeinsam auch nochmal vorstelle. Kurz zu uns, zu Kollax. Wir sind an zwei Standorten in Deutschland vertreten und sind eine, was in dem Bereich von Security nicht unwichtig ist, eine rein deutsche Firma, genauso wie Blue Chip. Das ist in Zeiten von NSA-Skandal und DSGVO und Diskussionen über verschiedenste Security-Sachen ist das, denke ich, schon ein Thema. Das CSG ist, ich spreche am liebsten immer noch von Firewall. Am treffendsten finde ich noch den Begriff OTM, der relativ scharf definiert ist und die wichtigsten Funktionen umfasst, die eine moderne Firewall beinhalten soll. Das OTM-Begriff umschließt auch die Appliance, also sprich, dass Hardware und Software direkt als ein Bundle verpackt ist und direkt installiert werden kann. Also die Software an sich nicht noch extra irgendwo besorgt werden muss, um sie dann auf irgendwelche Hardware installieren zu können, sondern dass man fix und fertig installierte und vorkonfigurierte Systeme bekommt. Ja, Marketing und so sprechen oft gern auch von Next Generation Firewall und solchen Sachen. Ich bleibe am liebsten bei der Firewall. Was wir verbauen, ist natürlich neueste moderne Firewall-Technik. Was der zweite wichtige Punkt neben dem Schutz ist, ist die Filialvernetzung und der Fernzugriff für Mitarbeiter, also sprich VPN. Hier stellen wir verschiedenste Möglichkeiten für die unterschiedlichen Zwecke bereit. Also je nachdem, ob man voll vernetzte Netzwerke untereinander verbinden will oder ob man relativ scharf abgegrenzt nur einzelne Zugriffe für einen externen Mitarbeiter erlauben will. Das kann man dann unterschiedlich festlegen und konfigurieren. Die beiden nächsten Punkte sind so die wichtigsten Brücken aus dem Unternehmen in das Internet. Das ist einmal die E-Mail, die von außen reinkommen und raus müssen, sowie der Webzugriff, also das Surfen der Mitarbeiter. Auch hier, das sind dann die beiden Punkte, die wirklich gut geschützt sein müssen, weil hier die größten Datenmengen rein und rausfließen können. Und dann ja, Intrusion Prevention ist natürlich dabei und Infrastruktur hinter dem Begriff verbirgt sich hier die Möglichkeit, was man alles netzwerktechnisch machen kann. Also in unserem Fall ist das so in ziemlich jedem Netzwerk kann die Firewall angewendet werden, hat da entsprechende Routing-Funktionen und noch zusätzliche Netzwerktechnologien, sodass das problemlos integriert werden kann. Ja, bei Firewalls, die haben inzwischen einen Haufen von Features. Ich will das hier nur mal andeuten, nicht einzeln durchgehen.
das ist, die Featureitis ist hier enorm und da halten wir natürlich kräftig mit und sind auch dabei, immer die neuesten Sachen, auch durch Updates oder so, wenn jetzt irgendwelche neuen wichtigen Sachen in der Zukunft kommen, dann können Sie das über ein Update auch bei sich dann anwenden. Hier habe ich mal aufgeteilt in Connectivity und Protection, so die beiden Hauptbereiche für eine Firewall. Dann gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die zusätzlich sind. Vielleicht ein Wort zum Let's Encrypt. Das sind freie Zertifikate. Also wenn Sie irgendwo Zertifikate kaufen, ist es nicht mehr unbedingt notwendig. Jetzt gibt es Let's Encrypt. Das ist auch eine CA, die Zertifikate verteilt und dann auch im Browser und so hinterlegt sind, also dass dann nicht dieser Warnbildschirm kommt, dass das Zertifikat unbekannt wäre, der Zertifikatsaussteller unbekannt wäre. Und dann hier rechts unten habe ich noch ein paar Abkürzungen. Das ist gerade im Firewall-Bereich, gibt es natürlich tausende von diesen Abkürzungen. Das soll nur andeutungsweise hier zeigen, dass was alles möglich ist und ist auch nicht vollständig. Also hier würde ich Sie bitten, falls da noch Fragen sind, falls Sie irgendwas Besonderes im Auge haben, können Sie sich gerne an Blue Chip oder uns wenden und wir helfen Ihnen da gerne weiter. Hier nochmal vielleicht ein paar wenige Worte zum überhaupt, warum man eine Firewall braucht. Also ich habe schon von einem Geschäftsführer gehört, dass der meinte, ach, so einen besonderen Schutz brauche ich nicht. Ich habe keine Daten, die interessant für irgendjemand sind. Und dann kriegt man doch oft mit bestimmten Argumenten doch die Einsicht, dass es wichtig ist, sich gut zu schützen. Also in so einem Fall würde ich sagen, dass man eben sagt, dass die Systeme auch gern mal gehackt werden, ohne dass dann weiter ausgespäht wird, sondern dass die einfach nur genutzt werden, um dann von da aus weiter zu hüpfen, um Angriffe irgendwo zu starten und so die Spur zu sich selber zu verschleiern. Oder dass das dann für zum Beispiel für Spam-Versand verwendet wird, dass dann von den Adressen aus der Spam dann tatsächlich abgesendet wird und der eigentliche Urheber nicht mehr zurückverfolgbar ist. Auch hier, ja, ändert sich wohl im Moment. Also das war vor einiger Zeit so, dass die Haupt-Spam-Versender in den USA und Europa saßen. Und das sind aber nicht die eigentlichen Urheber, sondern dort war halt die größte Infrastruktur, die genutzt werden konnte, die leicht angreifbar war, um dann von da aus Spam zu versenden. Und das ist dann doch in der Regel für ein Kundenargument, dass er sagt, ja, okay, nee, da will ich mich doch besser schützen. Also der erste Punkt, staatliche Cyberattacken, das denke ich, ist interessant, wenn es sich um ein systemkritisches Unternehmen handelt, wenn das ein Stromversorger ist oder eine Wasserversorgung, dann ist das natürlich ein gutes Angriffsziel für eine Cyberattacke, gerade wenn, was man jetzt immer wieder mitkriegt, wenn staatliche Attacken gefahren werden. Oder wenn es sich um Industriespionage handelt, aber auch hier denke ich, ist das von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also große Industrieunternehmen sind da eher betroffen als ein Mittelständler, der jetzt nicht weltweit Marktführer ist und da seine Sachen vertreibt. Wovon es allerdings ja in Deutschland enorm viele gibt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde hier ein Ziel sein könnte, ist doch relativ groß. Und dann aktuell ist natürlich das Thema benutzerbezogene Daten. Einmal im Hinblick auf Identitätsklau. Da ist, was jetzt immer wieder auch bei uns selber kamen E-Mails rein, die versucht haben, Informationen abzufischen. Diese E-Mails werden immer besser, sprechen oft Mitarbeiter direkt an. Da ist auch die Verbindung zu den Social Netzwerken immer sehr hilfreich für die Angreifer, dass die dort auf Facebook oder so sich irgendwelche Informationen wie Hobbys rausschnappen und dann mit dieser Information auf bestimmte Mitarbeiter zugehen und so das Vertrauen gewinnen und wirklich auch Informationen über das Unternehmen kriegen können. Ein Punkt auch, wo es natürlich nicht nur technisch lösbar ist, auch hier sollte in einem Unternehmen die Aufklärung stattfinden, bei den Mitarbeitern, dass sie da vorsichtig sind. Und das andere Thema natürlich war jetzt gerade aktuell die DSGVO, dass wenn es Datenlecks gibt, verschuldet, unverschuldet, ist da relativ egal, wenn irgendwo
benutzerbezogene Daten ins Internet abfließen, dann besteht auf jeden Fall eine Meldepflicht und gegebenenfalls kann da sogar ein Bußgeld verhängt werden. Ein weiterer Punkt ist die Mitarbeiterzeit, die Geld kostet. Also wenn da für Spam zu viel Zeit aufgewendet wird, ist das natürlich, kann man das sehr direkt in Kosten umrechnen. Oder auch über bestimmte Filtertechnologien kann man verhindern, dass die Mitarbeiter rund um die Uhr oder zumindest zur kompletten Arbeitszeit irgendwo bei eBay oder so unterwegs sind. Oder sogar auf Seiten, was man gar nicht will, also Pornoseiten oder so, ist laut einem Hersteller, sind 70% der Zugriffe auf Pornoseiten während der Arbeitszeit, während ja, regulär zwischen 8 und 17 Uhr. Und dann, ja, fahrlässige Mitarbeiter kann natürlich immer passieren oder Script-Kiddies. Hier will ich ansprechen, dass im Internet gibt es ja frei verfügbar viele Angreifer-Tools und dass es da immer wieder Personen gibt, die da einfach aus Spaß oder um ihren gewissen Ruhm zu erlangen, versuchen, Ziele anzugreifen, die dann sehr willkürlich sind und die ganze Sache eigentlich nicht zielgerichtet ist, aber einen natürlich schnell treffen kann. Diese Angriffe sind relativ einfach abzuwehren, weil die Tools, was die machen, sind bekannt, also durch ein regelmäßiges Update-Management, einen guten Virenfiltern, aktuellen und so. Sollte hier nicht allzu viel passieren können. Und dann das zweite große Thema für eine Firewall ist natürlich der Fernzugriff für externe Mitarbeiter oder auch die Filialvernetzung, dass man Netze untereinander verbindet und hier auch, dass man unterscheiden kann, einmal für Power-User, der vielleicht im Homeoffice sitzt, der bekommt dann einen kompletten Netzwerkzugang, der muss an sämtliche Server im Unternehmen und so, dem kann man dann einen sehr breiten Zugang geben oder auf der anderen Seite. Ja, hier für den ersten Fall, das wäre natürlich typischerweise, dass man ihm Zugang per IPsec-VPN gibt oder dass man sagt, das ist ein Mitarbeiter, der ist viel bei Kunden unterwegs, der hat unterschiedlichste Geräte, von denen aus er ins Unternehmen zugreifen will. Vielleicht setzt er sich sogar mal an einen PC beim Kundenunternehmen und will von da aus zugreifen. Dem will man natürlich einen eingeschränkteren, sehr dezidierten Zugang geben. Das würde man dann mit SSL-VPN machen. Dann kriegt er Zugang, ohne dass er irgendwelche Software installieren muss auf dem System, von dem er aus zugreifen will. Nach den Features, die große Feature-Palette, die ich vorher nur angedeutet habe, hier nochmal ein paar Punkte, was jetzt speziell Collax auszeichnet. Das wäre vor allem die einfache Bedienung. Hier rechts habe ich mal mehrere Screenshots zusammengestellt. Der oberstliegende ist das Dashboard. Hier hat man einen schnellen Überblick, was auf dem System eigentlich los ist. Jetzt ist es recht klein, aber man sieht da zum Beispiel auf dem Dashboard, dass da Überwachung in Rot geschrieben ist. Das heißt, hier als Administrator würde ich mal gucken wollen, was da los ist. Also das kann jetzt verschiedenste Ursachen haben. Wenn man nichts weiter konfiguriert hat, ist es vielleicht ein Dienst, der nicht läuft, dass der Webproxy oder Spamfilter nicht funktioniert. Dann könnte man hier reinklicken und schauen, was da los ist und das wieder in Betrieb nehmen. Was man aber auch machen kann, ist zum Beispiel, dass man andere Server überwacht, dass man kontrolliert, ob die noch anpingbar sind oder auch, ob noch ein Dienst läuft. Also zum Beispiel könnte man schauen, ob ein Webserver auch antwortet auf eine Webanfrage. Ein wichtiger Punkt für uns ist auch die Fernwartbarkeit. Der Sven Ulrich hat es ja schon angesprochen, dass man per IPMI das System an sich komplett administrieren und Zugriff drauf bekommt, bis hin zu einer Installation von einem neuen Betriebssystem. Wir sehen das ebenso, dass es wichtig ist, dass es auch aus der Ferne administrierbar ist. Also gerade, dass ein Fachhändler, ein Reseller, dass er bei seinem Kunden von extern drauf kommt und nicht explizit ins Unternehmen fahren muss und hat hier vollen Zugriff auf die Oberfläche, die ist browserbasiert und kann so von überall aufgerufen werden.
Umgekehrt kann man natürlich auch definieren, ob es von außen aufrufbar ist und zum Beispiel von welchen IP-Adressen aus oder von welchen Netzen aus das aufgerufen werden darf. Die serialisierte Konfiguration, da geht es um den Punkt, dass die gesamte Konfiguration in einer einzigen Datei abgespeichert werden kann. Mir ist jetzt passiert, dass mir mein Heim-CSG die Festplatte abgeraucht ist. Ich habe kein RAID-System und dort musste ich die Festplatte tauschen. Und ich hatte die ganze Konfiguration als Datei abgelegt, habe die Festplatte getauscht, neu installiert und dann die Konfiguration zurückgespielt, diese Datei, und dann lief das wieder genauso wie vorher. Das Ganze hat mich eine Dreiviertelstunde gekostet. Der größte Anteil war, das System hat eine sehr, sehr langsame Festplattenanbindung mit 25 Megabyte, sodass eigentlich der größte Teil von den 45 Minuten das Warten war, dass das ISO installiert wird und nachher der initiale Boot stattfindet, wo auch relativ viel geschrieben wird. Wir haben ein eingebautes Backup und Restore. Hier, da die Konfiguration in der Datei einfach abgespeichert werden kann und ansonsten auf einem Gateway, auf einer Firewall natürlich nicht allzu viele Daten liegen, ist das hier nicht so relevant, ist für unsere anderen Produkte relevanter, wo dann tatsächlich Daten abgelegt werden, wenn ein Mail-Server läuft oder ein File-Server oder solche Sachen. Die Selbstüberwachung hatte ich schon kurz angesprochen, was man im Dashboard direkt eingeblendet bekommt. Als nächstes wäre noch die AD, die Active Directory Integration, anzusprechen, so dass Sie die Benutzerverwaltung weiterhin auf einem Windows-Server laufen lassen können und auf die Benutzer zugreifen. Der letzte Punkt ist die einfache Lizenzierung. Also egal, ob Sie Benutzer dazu lizenzieren oder noch ein zusätzliches Modul. Was Sie haben, ist eine Hauptlizenz, eine Masterlizenz. Diesen Key spielen Sie einmal ein bei der Installation und danach, auch wenn später nochmal irgendwelche Lizenzen dazukommen, dann hängen wir die an und Sie müssen nichts weitermachen. Und noch als letzten Punkt, ein optionales Feature ist jetzt ganz neu. Unser jüngstes Kind in der Collax-Produktfamilie ist das Collax Information und Security Intelligence Modul. Das ist ein Tool, mit dem man sämtliche Sachen von einem Server auswerten kann. Also hier rechts angedeutet mit Kuchen und Zeitdiagrammen, dass Sie da zum Beispiel sehen können, wie ist das Verhältnis zwischen Spam-Mails und regulären Mails? Was sind Viren-Mails? Sie können schauen, woher kommen die Spam-Mails, aus welchen Ländern. Hier hatten wir auch gesehen, dass Spam nicht mehr unbedingt aus Europa und USA kommen, sondern jetzt vermehrt aus China oder Fernost, auch Vietnam und so, dass sich das ein bisschen geändert hat. Man kann auch auswerten, wenn das Collax Security Gateway als Mail-Relay eingerichtet ist, dass Sie dann zum Beispiel gucken können, welcher User verschickt wie viele Mails, wer hat am meisten verschickt, welcher User hat vom Volumen her am meisten E-Mails empfangen. Und das lässt sich auch, ein bisschen heikleres Thema wegen Datenschutz und so, aber auch auf den Webproxy erweitern, dass Sie gucken können, welche Seiten werden von welchen Usern angesurft. Was wir auch mit reingepackt haben, ist ein Reporting. Also einerseits können Sie in Echtzeit auf die Web-Oberfläche gehen und schauen, was ist aktuell los. Für verschiedene Zeiträume kann man sich einrichten und solche Sachen. Aber wenn man da nicht regelmäßig reinguckt, dass man sich dann aber automatisiert regelmäßige Reports zuschicken lassen kann. Also dann bekommen Sie per E-Mail ein PDF, wo die ganzen Informationen drin sind, die Sie interessieren. Die können Sie sich noch einrichten, Layout festlegen und dann welche Diagramme, welche Informationen sollen in den Bericht rein, den ich einmal monatlich will, und dann lege ich mir noch einen zweiten Bericht an, den ich einmal pro Woche kriege mit vielleicht anderen Informationen. Jetzt noch zu unserem Co-Sponsor Kaspersky. Virenscanner, die haben nicht so viele Features. Da geht es im Wesentlichen darum, was ist die Erkennungsrate? Und hier hatte ich mal rausgesucht, was das Testlabor AV Comparatives im letzten Test rausgefunden hat.
Das ist ein österreichisches Testlabor, die zusammen mit der Uni Innsbruck arbeiten und meines Erachtens auch unabhängig sind. Und hier beim letzten Test, der von März bis April durchgeführt wurde, gibt es drei Virenscanner, die eine Erkennungsrate von 100% hatten. Und dabei ist auch Kaspersky. Es ist natürlich schön, 100% Erkennungsrate, könnte aber sein, wenn ich viel block, also auch Sachen, die nicht betroffen sind, dann kriege ich natürlich eine hohe Erkennungsrate. Also wichtig ist dann auch im Vergleich dazu, die Rate der falsch Positiven zu betrachten. Und auch hier hatte AV Comparatives einen Test durchgeführt, der wurde von Februar bis Mai durchgeführt. Das ist der letzte, der aktuellste im Moment. Und auch hier, man sieht es in der Mitte, ist Kaspersky mit einem grünen Balken, wo in allen Spalten die Null ist. Also es gab keine falsch positiven Ergebnisse in dem Zeitraum. Hier noch die vier Kategorien, Very Low, Low, Medium, High. Hier geht es eigentlich nur um die Verbreitung von Dateien. Also da hat das Testlabor versucht, die Dateien auch nach Häufigkeit zu kategorisieren. Also bei Very Low, das sind Dateien, die im Internet sehr, sehr selten vorkommen. Bei High sind sehr häufige Dateien, also das könnten dann Installationsdateien von bekannter Software sein. Da ist es natürlich schlechter, wenn die falsch positiv erkannt werden und geblockt werden. Deswegen ist hier schon drei falsch positive mit rot gekennzeichnet, wobei auf der anderen Seite bis zu 17 bei Very Low noch nicht rot sind. Aber für uns entscheidend, Kaspersky hatte in dem Zeitraum keinen falsch positiven und hat dafür auch rechts oben das Zertifikat erhalten vom Testlabor. Jetzt noch kurz zu den Preisen unserer Aktion 3 in 1. Hier nochmal die vom Sven vorgestellte Hardware. Da haben wir recht knackig für das kleinste Modell einen Gesamtpreis. Also das ist der Preis für die Hardware, für die CSG-Lizenz und für den Virenschutz für 3 Jahre von 795 Euro. Hier haben wir jetzt den Preis für 10 Benutzer ausgerechnet. Und ja, also der reguläre Preis wäre 945 Euro. Und dann für das andere Ende, für den großen Server, auch hier habe ich das Einhe-System mal genommen, wie der Sven schon erzählt hatte, kann man natürlich verschiedenste Gehäuseformen bekommen bei BlueChip nach eigenen Anforderungen und dann entsprechend als Standgerät. Soweit ich weiß, sind die auch alle sehr, sehr leise. Also die könnte man sogar neben sich auf den Schreibtisch stellen. Sorry, hier ist gerade jemand reingekommen. Ja, und das zweite Gerät als oberes Ende, auch nochmal als Preisbeispiel. Da ist der Preisunterschied noch knackiger zu dem, was wir hier anbieten können. Und da auch, also ja, also einmal BTO von der Hardware können Sie beliebig ausstatten, mit noch weiteren Netzwerkschnittstellen und so weiter. Oder auch hier ist jetzt für 25 User berechnet, aber da können wir dann auch für 50 User oder für 10 User kann man das System natürlich auch einrichten. Für uns immer das größte Kompliment, was wir ab und zu hören, ist, dass der Kunde sagt, wir merken gar nicht mehr, dass ihre Server bei uns im Unternehmen laufen. Also wenn die einfach nur ihren Dienst tun und Server fallen in der Regel nur auf, wenn sie irgendwie nicht funktionieren und dann bei den Mitarbeitern natürlich Unmut hervorrufen. Und hier ist es einerseits natürlich die Software, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass es da solide Hardware ist und da haben wir natürlich mit BlueChip jemanden, der da wirklich sehr, sehr gute Hardware bereitstellen kann. Auch für die Zertifizierung, zuerst findet natürlich bei BlueChip eine Freigabe von der Hardware statt und danach setze ich mich in der Regel mit dem Sven zusammen und dann schauen wir uns die Hardware an und mit unserer QA wird das dann nochmal explizit für unsere Systeme freigegeben. So. Dann bin ich durch und jetzt
Weiß ich nicht. Ich würde mal zurückstellen, ob und wie es eine Fragerunde gibt. Das ist von BlueChip organisiert. Und ich gebe jetzt das Moderationsrecht wieder zurück an den Sven Ulrich. So, bestehen Fragen? Falls ja, können Sie die jetzt stellen. Ansonsten stehen wir Ihnen auch gerne via E-Mail unter serversupport@bluechip.de zur Verfügung. Ansonsten könnten Sie auch unter der angegebenen Telefonnummer mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn keine Fragen sind, würde ich das jetzt beenden. Dann bedanke ich mich beim Falk und für Ihre Zeit. Und wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Webinar wiederzusehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.